Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Alice Madness Returns. Ja, da ist mir beim letzten Mal einfach das Spiel abgestürzt. Und nicht nur das Spiel selber, sondern ja, na gut, das Spiel an sich ja. Problem war nur irgendwie, ich konnte es nicht mehr beenden, das Spiel. Ich musste meinen PC komplett neu starten, weil es einfach nichts ging. Das Spiel hat den Taskmanager, ja, also es lag über allem, über den Taskmanager, um das Spiel zu beenden, über Steam, um das Spiel vielleicht noch zu beenden. Es ging aber irgendwie gar nichts mehr so gescheit. Und da gehen sie schon, also gut. Aber jetzt geht's ja weiter, hoffentlich ohne, dass das Game abstürzt oder so. Die unentdeckte Schuldige und der zu Unrecht Beklagte teilen ein ähnliches Schicksal. Gefängnisse und Ketten haben viele Gesichter. So, wegen dieser Erinnerung wurde das Spiel, also, ja, wurde mir so stark unterbrochen beim letzten Mal. Aber jetzt, wie gesagt, geht's ja weiter. Hoffentlich störungsfrei. Bisher läuft's ja so wie soll. Bäh. Das Ding bewegt sich. Okay, und da hätte ich wohl einfach warten sollen. Rüberspringen geht wahrscheinlich nicht. So, die Flasche haben wir. What? Ey, come on. Das Ding hat sich nicht mal bewegt und ich bin gestorben, weil ich reingelaufen bin. Ey, komm. Da waren jetzt keine Stacheln, die mich getroffen haben. Die Dinger haben eine sehr böse Hitbox, wie ich sehe. Alter, ich will da nur da durch. Okay. Jetzt mal, ich kann mich ja mal draufstellen und dann gucken, wo ich rauskomme, oder? Offenbar hier. Ansonsten sehe ich da jetzt nirgendwo einen anderen Weg, den wir aktuell gehen können. Hier ist auch die 3, von daher wird es hier auch weitergehen. Ah, ich sehe schon. Das werden wir wieder mit einer Zeit... Ja, danke Spiel. Bombe aktivieren müssen. So. Und hier aber nur schießen. Gut, gut. What the fuck? Was war das denn? War gerade ein bisschen strange. Natürlich. Ach, hier sind wir. Das geht ja noch. Aber springen kann man hier wohl nicht drüber.
Platten sehen aus wie ein Stück Fleisch, oder? Irgendwie ja schon. Okay. Bei der Doppel-6. Nee, nicht Doppel-6, dreimal die 6 sogar. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo die war. Da schon mal nicht. Was ist das da? Ne, hier. Das war weiter am Anfang wieder, oder? Ich glaube, das war weiter am Anfang. Da brauche ich hier gar nicht mehr. Ah, genau, okay. Ja, man muss sich halt doch wieder orientieren. Moment. Achso, nee. Ich hätte hier auch einfach hochspringen können, oder? Das war doch der Hebel gerade. Oh Mann. Ging nur halt eben nicht. Deshalb. Ah, es geht hier endlich raus, ne? Hurra, es geht endlich hier raus. Und eine neue Rutsche. Ich hasse die Rutschen. Ey, Herzen. Oder halt Rosen. Die Herzen darstellen. Kotzt mich nicht an! Hab dir gesagt, du sollst mich nicht ankotzen, ja? Das ist eklig. Und sowas gehört sich einfach nicht. Geräusche, die das Ding macht. Okay, das ist wahrscheinlich, um wieder hochzukommen. Also so manchmal bleibt die Kamera halt auch einfach hier festhängen. So optimal ist sie jetzt irgendwie ja nicht. Ja, und da unten lag irgendwas im Nix. Okay. Ja, ich habe eben noch mal im Titlescreen gesehen. Wir sind gerade so bei 73-74% des Games. Also Fortschritt. Ich weiß nicht, ob das auch die sammelbaren Objekte mitzählt. Dass die da irgendwie eine Relevanz noch mit hinzu haben. Wie viel man so geschafft hat. Ein Fortschritt. Okay, das ist wirklich einfach nur. Also der Weg hier, um da wieder hochzukommen, wenn man es verkackt. Und ich vermute mal.
Warte mal, ich will erstmal hier gucken, was hier noch ist, wo das lang geht. Okay. Zeigt uns auch mehr oder weniger, ja gut, von hier aus können wir auch darüber einfach zu der Plattform springen. So, die führen wir jetzt erstmal bis ganz nach unten. Dann, ah Mann. Bleib doch nicht da hängen, Alice. Kommen wir hier auch rüber. Dankeschön. Okay, wie komme ich jetzt dahin? Muss ich jetzt den komplett anderen Weg nehmen? Also, dass die Plattform hier ganz unten ist und wir müssen dann wahrscheinlich da hinten hoch. Sehe ich das richtig? Ich denke doch mal, dass dem so ist. Wir werden es jetzt herausfinden. Ja, geil. Ding wollte mich aber nicht so hoch schicken. Das war jetzt gerade irgendwie das Problem. Kam erst gar nicht da drauf. Wow. Schickt mich ja noch höher. Und wir haben mehr nur ein paar Sekunden Zeit, um darüber zu kommen. Geht gar nicht. Das Ding bringt mich gar nicht so hoch. Also ich kann den Luftstrom nehmen. Irgendwie muss ich ja da auch noch hochkommen, ne? Gibt ja nur diesen einen Weg. Okay. War ja doch noch machbar. Wäre auch schlecht, wenn es nicht machbar wäre, weil dann hätte man ein Problem, dann wäre das ein Spielfehler und so weiter und ich glaube, dann wäre das Projekt hier auch schneller vorbei, als mir lieb wäre. So, ich habe dich angefärbt. Irgendwie mag ich diese Plattform hier nicht. Hier ist irgendwo ein Oinki. Unter mir. Ey, leck mich du. Was? Okay.
Wo bin ich hier? Achso. Ich kann nur einfach hier runterspringen, oder? Ja. Das geht auch. Was bringt mir das? Eine Plattform mit einer Flasche. Okay. Nehmen wir mal mit. Wie viel habe ich eigentlich mittlerweile? Ah, noch 3 Flaschen fehlen. Das ist irgendwie allgemein hier momentan das Komische mit den ganzen Sammelobjekten. Nee, da komme ich so nicht hin. Da komme ich definitiv nicht so hier hin. Ja, muss ich hier neben wieder den Luftstrom nehmen, dann kommen wir da auch hoch. Wo komme ich doch gar nicht? Was eine Verarsche. Muss ich da ernsthaft ein Stückchen warten? Das komme ich doch gar nicht darüber. Alice! Was machst du da? Ey, das Spiel packt immer noch herum. Manchmal ist es schon zum Kotzen hier. Na, eigentlich echt gutes Spiel, aber technisch ist es dann doch noch nicht so geil, wie es vielleicht könnte. Okay, man muss natürlich auch sagen, es ist von 2011. Damals gab es auch Windows 10 noch nicht. Auf dem ich es ja momentan auch spiele, von daher, ja. Liegt es wahrscheinlich auch ein bisschen mit da dran. Okay. Mäuse mit einer Sonnenbrille. Oder einer normalen Brille. Keine Ahnung. Und ein großes Gehirn. Kann ich in der Mitte? Nee. What the fuck? Okay, einfach kurz warten, dann geht's. Wenn das runter geht. Man muss einfach nur das Timing abwarten. Dann geht's. Da sind auch noch Scheren. Was ist das für ein Ort? Wo sind wir hier? Das ist kein normales Puppenhaus, wo wir hier sind, ne? Sag mal, sind die Kinder hier lang? Ja, natürlich geht's
dann weg, wenn ich gerade dahin springe, ne? Ist klar. Das Wunderland zu retten, bedeutet dich selbst zu retten. Aha. Also. Wir brauchen hier schon eine Zeit... Achso, dafür braucht man eine Zeitbombe. Ja, Spiel, Dankeschön. Ich sehe, wo ich hin muss oder was es bewirkt hat. Warum wurde die jetzt wieder nicht so hochgetragen? Wie sie eigentlich hätte sollen. Okay. Interessantes Bild. Wow, und wenn ich hier jetzt runterfalle, haben wir ein großes Problem, ne? Dann darf ich alles wieder neu machen. Wow. Dieses Gebiet hier ist echt... Ich weiß auch nicht. Scheiße. Ja, das ist nicht mal, aber es ist halt nervig, weil man hier überall gewone-shottet werden kann. Aber wir haben hier gerade einen Checkpoint bekommen, das ist schon mal beruhigend. Das ist doch schon mal sehr beruhigend. Warum tropft sie jetzt überall von der Decke, von dieser Schlotze hier? Das muss doch nun wirklich nicht sein. Die kann man nicht mehr bewegen. Das ist gerade irgendwie echt scheiße. Jetzt kann ich sie wieder bewegen. Aber Leute, wisst ihr was? Wir machen hier mal einen Cut. Das war's mit Alice Madness Returns für heute. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst doch gerne ein Feedback da, positiv oder negativ, bleibt euch belassen. Gerne mit einer kleinen Bekundung, was euch gefallen hat und was nicht. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet. Wenn wir dann hier in diesen gefährlichen... Keine Ahnung, was das hier überhaupt darstellen soll. Dann mal weitermachen und mal gucken, wie weit wir kommen. Wäre schön, wenn ich das Spiel so heute vielleicht sogar beenden könnte. Aber ich habe keine Ahnung, wie lange es noch geht. Naja, wir werden sehen. Bis dahin. Ciao, ciao, Leute.